Wir gehen davon aus, dass es vier große psychotherapeutische Orientierungen gibt: die psychodynamische, die behaviorale, die systemische und eben die humanistische. Die humanistische Psychotherapie hat historisch betrachtet vier große Quellen. Die eine Quelle stammt aus der Philosophie, besonders aus dem modernen Humanismus und aus dem Existenzialismus und aus der Phänomenologie. Die zweite Quelle stammt aus der Seelenheilkunde und der Psychologie im weitesten Sinn. Da spielen manche Dissidenten der Psychoanalyse eine besondere Rolle und auch zum Beispiel die Gestaltpsychologen. Dann gibt es eine Quelle, die stammt aus der Politik. Die humanistische Orientierung wäre nicht entstanden und nicht denkbar ohne die Aufruhrbewegung der 1960er und 70er Jahre und ohne die Ökologie- und Friedensbewegung. Und die vierte Quelle ist die Körperarbeit. Das geht dann von Yoga über Tanz und Massage bis Schauspiel und zu den verschiedenen Bewegungslehren. Aus diesen Quellen ist in den 1960er Jahren die humanistische Psychologie entstanden. Und die humanistische Psychotherapie versteht sich als Anwendungsform der humanistischen Psychologie zum Zwecke der Linderung von chronischem psychischen Leid. Die humanistische Psychotherapie besteht zurzeit aus einer Reihe von Verfahren, die vor allem verbunden sind durch ein gemeinsames Menschenbild und aus einem gemeinsamen Grundverständnis, was die Gestaltung der Beziehung zwischen Therapeut und Patient betrifft. Diese Verfahren sind im Einzelnen die Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie, das Psychodrama, die Körperpsychotherapie, die Existenzanalyse, die Transaktionsanalyse und die integrative Therapie. Die Ziele der humanistischen Psychotherapie sind zum einen die Erweiterung der Wahlfreiheit des Menschen, zum anderen die Entfaltung von latenten Potenzialen oder Ressourcen, die dem Menschen innewohnen, die Integration von abgewehrten Anteilen und die Orientierung des Lebens an einem persönlichen Sinn. In der humanistischen Psychotherapie gehen wir davon aus, dass der Mensch motiviert wird, nicht nur durch seine homöostatischen Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Schlaf oder nach Essen oder nach Temperaturregulation, die sich einregulieren um einen bestimmten Zielwert herum, sondern dass der Mensch auch und vor allem als Mensch motiviert wird durch Wachstumsbedürfnisse, die im Prinzip unendlich sind. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Wissen, nach Selbstverwirklichung, nach Sinn. Diese Bedürfnisse können nie vollständig realisiert werden, sondern sie streben danach, sich immer weiter zu entfalten und zu wachsen. In der humanistischen Psychotherapie gehen wir aus von einem biopsychosozialen Menschenbild. Wir gehen davon aus, dass der Mensch nicht nur geprägt ist durch seine biologischen Triebe, wie zum Beispiel Hunger und Durst und Atmen und so weiter, und auch nicht eindeutig determiniert ist durch seine Lerngeschichte, also kausal bestimmt ist, sondern dass der Mensch vor allem final bestimmt ist, das heißt, er ist auf Ziele, auf Werte, auf eine sinnhafte Gestaltung seines Lebens hin ausgerichtet, was er durch bewusstes, wahlfreies und an Sinn und Werten orientiertes Handeln realisiert. Daher verstehen wir die humanistische Psychologie und Psychotherapie auch nicht als Naturwissenschaft und auch nicht nur in diesem allgemeinen Sinn als Geisteswissenschaft, sondern als Subjektwissenschaft, genauer gesagt als Wissenschaft von intersubjektiven Prozessen, die sich also mit den Wechselbeziehungen zwischen Menschen, also zwischen Menschen als Subjekt beschäftigen. Trotz all seiner biologischen und psychischen und auch sozialen Grenzen und Bedingtheiten hat der Mensch doch in jedem Moment, in jedem Augenblick seines Lebens die Möglichkeit, sich zu entscheiden zwischen einer Vielfalt von Möglichkeiten, von Optionen. Und diese Optionen prägen seinen Lebensweg und wirken wiederum zurück auf seine biologischen
und psychischen und auch sozialen Bedingungen und Grenzen. Eine wichtige Rolle in der humanistischen Psychotherapie spielt die Orientierung am unmittelbaren Erleben des Menschen. Daher arbeiten wir viel mit erlebnisaktivierenden Methoden, in denen es darum geht, mit aktivierten Emotionen zu arbeiten, mit Emotionen, die also gerade anwesend sind, sodass man nicht nur über etwas redet, sondern das, worüber man redet, worüber man reflektiert, auch in diesem Moment tatsächlich aktiv spürt und wahrnimmt. Der Kongress Humanistische Psychotherapie, Einheit und Vielfalt ist eine wunderbare Möglichkeit, für die verschiedenen humanistischen Verfahren und Richtungen und Techniken einander kennenzulernen und auch für Kolleginnen und Kollegen und Interessierte, sich mal das ganze Spektrum der humanistischen Psychotherapie in Theorie und Praxis anzuschauen und die Menschen, die das Ganze vertreten, persönlich kennenzulernen. Und es freut uns vor allem, dass es uns gelungen ist, mit Erwin Yalom, einem der bekanntesten Psychotherapeuten der Welt, einzuladen, mit uns über seine Erfahrungen mit humanistischer Psychotherapie und über sein literarisches Werk zu sprechen.